Habe ich Anspruch auf eine Witwenrente, wenn mein geschiedener Ex-Ehepartner nunmehr verstorben ist? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage reinbekommen. Da schreibt mir eine Dame, ich habe eine Frage wegen meinem verstorbenen Ex-Mann. Ich bin mit dem seit 1977 zusammen. Wir haben dann 78 geheiratet und dann hat sie eine Tochter zur Welt gebracht und auch später noch einen Sohn. Und sie waren bis zum 22. Mai 2000 verheiratet. Sie hat die Kinder versorgt und hat auch noch mit ihm gemeinsam zusammengearbeitet. So, und dann kam es halt eben zur Scheidung, wie das so ist. Und jetzt ist ihr Ehemann, ihr Ex-Ehemann, im Oktober 2021 verstorben und der hat auch eine jüngere Frau zuvor geheiratet. Hat sie Anrecht auf eine Witwenrente? So ihre Frage. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine relativ spannende Frage und die Antwort ist auch relativ eindeutig. Ich habe nur dann Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente nach dem aktuellen Rechtsstand, wenn ich wenigstens ein Jahr verheiratet gewesen bin. Das heißt also, wenn ich geschieden bin und mein Ex stirbt nach der Scheidung, dann habe ich im Grundsatz keinen Anspruch auf eine Witwenrente. So ist es hier auch in diesem Fall. Es gibt Ausnahmen davon und die möchte ich mal ganz kurz zeigen. Und zwar ist das die sogenannte Geschiedenenwitwenrente. Ja, die Geschiedenenwitwenrente ist gesetzlich geregelt im Paragraph 243 SGB 6. Hier habe ich es für Sie. Ich hoffe, Sie können es gut lesen. Das ist, habe ich etwas größer gemacht. Und hier steht dann auch drin, Anspruch nach Paragraph 243 Absatz 1 SGB 6 besteht Anspruch auf eine kleine Witwenrente oder Witwerrente ohne Beschränkung auf 24 Kalendermonate, auch für geschiedene Ehegatten, wenn deren Ehe vor dem 1.7.1977 geschieden ist. Punkt. Und in unserem Fall, haben wir ja nun gehört, ist die Ehe im Jahr 2000 geschieden worden. Das heißt also, Anspruch auf eine geschiedene Witwenrente gibt es nicht. Dann gibt es aber noch eine Möglichkeit, wie man trotz Ehescheidung eine Witwenrente oder eine Art der Witwenrente bekommen kann. Und da gucken wir einfach mal auch hier in das Gesetz rein. Ja, dass wir uns da mal ein bisschen Klarheit verschaffen. Und zwar Paragraph 47, die Erziehungsrente. Die Erziehungsrente ist ein Sonderfall der Witwenrente. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Und zwar sagt uns der Paragraph 47, Absatz 1, Versicherte haben Anspruch bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auf Erziehungsrente, wenn ihre Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden ist und ihr geschiedener Ehegatte gestorben ist und sie ein eigenes Kind oder ein Kind des geschiedenen Ehegatten erziehen, sie nicht wieder geheiratet haben und sie bis zum Tod des geschiedenen Ehegatten die allgemeine Wartezeit erfüllt haben. Meine Damen und Herren, hier ist es auch so, oder hier ist es so, dass diese Art der Witwenrente kaum jemand kennt. Das ist die Erziehungsrente. Das heißt, also in unserem Fall hätte unsere Mandantin vielleicht Anspruch auf eine Erziehungsrente, wenn ihre Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden ist. Das ist ja im Jahr 2000 erfolgt. Und ihr geschiedener Ehegatte gestorben ist, auch diese Anspruchsvoraussetzung ist erfolgt, und sie ein eigenes Kind oder ein Kind des geschiedenen Ehegatten erzielt. Und das ist genau hier in unserem Fall nicht der Fall. Das heißt also, es kommt hier entscheidend bei der Erziehungsrente, sagt ja schon das Wort Erziehungsrente, auf die Erziehungsleistung an, als Anspruchsvoraussetzung nach § 47 Absatz 1 Ziffer 3 SGB 6. Das heißt also, unsere Mandantin hat leider keinen Anspruch auf eine Witwenrente nach dem SGB 6.
Näheres dazu finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.